Ja, willkommen zu meinem Lightning Talk. Der Titel, den ich eingereicht habe, wird nicht mehr so ganz meiner Präsentation entsprechen. Ich werde eher vielleicht auch ein bisschen unstrukturiert den aktuellen Projektstand darstellen und auch so ein paar allgemeine Erkenntnisse aus diesem und anderen Digitalisierungsprojekten und habe mich zur Bebilderung eben passend zum Format im Internet bedient an mehr oder weniger bekannten Memes, die euch vielleicht oder hoffentlich teilweise auch bekannt sind und warte jetzt auf die nächste Folie. Eine der ersten Erkenntnisse war eben, man führt nicht einfach irgendein Digitalisierungsprojekt durch. Das macht man nicht nebenbei. Und die Ressourcen sind in der Regel viel umfangreicher, als vielleicht manche das denken, die zum Beispiel dann anrufen, wir haben hier eine Klausur, die wir übernächste Woche schreiben können. Sie machen doch Klausuren. Was brauchen Sie von uns dafür? Ja, das kennt vielleicht der eine oder andere hier. Es wird einfach unterschätzt, wie viel gerade hinter so einem Projekt steht. Und es gibt viele Vorurteile, zum Beispiel, dass E-Klausuren immer Multiple Choice bedeuten, dass man mit E-Klausuren auch nur untere Taxonomiestufen prüfen kann. Und das stimmt natürlich nicht, wie wir auch heute Morgen schön im Workshop gelernt haben. Das Projekt ist entstanden aus einem Just Do It Spirit. Es kam eben Impuls aus einem der Fachbereiche, die gesagt haben, wir würden gerne elektronisch prüfen. Keine Ressourcen da, naja, dann machen wir einfach mal einen Piloten und gucken, wie es funktioniert. Und das machen wir jetzt seit 3 Semestern. Und jetzt habe ich eben die Aufgabe, das also ein Konzept zu entwickeln, damit wir es auch sicher durchführen können. Gerade bei E-Klausuren ist sowas wie IT und Rechtssicherheit eben eine ganz wichtige Frage. Daran hängt natürlich eben auch hängen technische Entscheidungen und Prozessfragen. Denn das Schöne ist eben, dass natürlich ein Digitalisierungsprojekt die Möglichkeit bietet, einen Prozess zu optimieren. Denn wenn man einen scheiß Prozess digitalisiert, hat man einen scheiß digitalen Prozess. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und wie wir es gestern auch schon hatten, Digitalisierung ist kein Selbstzweck und auch E-Learning ist kein Selbstzweck. Das ist mittlerweile eben eigentlich auch schon eine Binsenweisheit, aber trotzdem sollte man sich immer wieder daran erinnern, wir digitalisieren nicht, weil wir irgendwas digitalisieren wollen, sondern wir wollen damit irgendwas verbessern und Vorteile ausnutzen. Deswegen sollte man das Ganze ein bisschen strategisch aufziehen. Und wir überlegen uns jetzt, welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit wir die Vorteile von E-Klausuren überhaupt auch nutzen können. Eben die vor allem im Prozess, in der Organisation und im Didaktischen dann liegen. Und ja, ohne Technik geht das Ganze nicht. Und wir müssen schauen eben jetzt, welche technischen Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit wir uns hinterher auf die Didaktik konzentrieren können. Zum Glück sind wir als Ilias Hochschule nicht alleine, sondern eben in einer ganz gut organisierten Community, können uns da austauschen. Community ist auch einer der Vorteile von E-Klausuren, nämlich eben kollegiales Review. Das ist auch wieder eine ganz schöne Sache bei uns im Projekt. Unsere Professoren haben das vorher schon gemacht, für die ist das nichts Neues. Also da gilt die Zahnbürstenregel nicht, die tauschen auch ihre Klausuren aus. Weiterer Vorteil von E-Klausuren ist eben, dass man verschiedene Dateiformate einbinden kann, theoretisch auch Katzenbilder, wenn es was bringt, oder eben auch andere Audioformate. Man kann eben schön Fallbeispiele durchspielen. Als MINT-Hochschule haben wir auch Programmierer. Das ist noch eine der Herausforderungen, Programmieraufgaben wirklich schön darzustellen in E-Klausuren. Mathe funktioniert schon ganz gut. Da sind wir gerade dabei, Stack zu implementieren, was dann eben auch für formatives Assessment eingesetzt werden kann. Ja, also wir sind eigentlich fast fertig.
Also der Punkt ist, ich habe momentan ganz viel gesammelt und muss es irgendwie sortieren. Und dabei hat mir auch hier die Summer School doch geholfen, die kollegiale Beratung. Da haben wir eben tolle Impulse bekommen. Und ja, schauen wir, wie es weitergeht.